Es gibt gute und es gibt schlechte Tage, aber es gibt auch beschissene Tage. Dieser Tag begann eigentlich wie jeder andere Tag auch. Während ich auf weichen Federn gebettet noch im Reich der lieblichen und süßen Träume befand, wurde ich wie jeden Tag um 5 Uhr morgens in grausamster Art und Weise in unsere Welt zurückgeholt. Erbarmungslos drang der Alarm zu meinem Bewusstsein durch und rief mich zu meinen Pflichten. Noch schlaftrunken manifestierte sich mein Geist und ich erhob mich von meinem Nachtlager. Eiskaltes Wasser benetzte meine Haut und erfrischte Geist und Körper. Um den Duft der Nacht aus dem Rachen... was ist dazwischen? Alles normal. Hab ich alles? Ah, scheiß Zähne putzen. Ich brauche jetzt ein Frühstück. Auch wenn Karotten zum Frühstück etwas ungewöhnlich sind, so steckt in diesen Powerwurzeln viele gesunde Bestandteile von Vitaminen und Mineralstoffen. Speziell das Carotin soll besonders gut für die Augen sein. Nun, ich habe bis jetzt noch kein Kaninchen mit Brille gesehen. Damit man die volle Power der Karotte seinem Körper zuführen kann, ist eine schonungsvolle Zubereitung sehr wichtig. Nach dem Waschen und Schälen muss man die Karotte in äußerst feine Scheiben schneiden. Dies erleichtert einem die nachfolgenden Zubereitungsschritte ungemein. Beim Karottenschneiden liebe ich es, wenn mir das süßliche Duft... Noch nicht einmal 6 Uhr morgens und mein Tag war schon gelaufen. Ich schnappte mir den Finger und nichts wie hin ins Krankenhaus, wo er mir wieder angenäht wurde. Heute bin ich wieder im Besitz von 10 voll funktionsfähigen Fingern. Aber eine Frage beschäftigt mich heute immer noch. Werde ich mich irgendwann in einen Zombie verwandeln?